Werte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Arafel. Viel Zeit ist vergangen, seitdem wir damals unseren kleinen Ring gefunden haben, der uns schon in allerlei Abenteuer gelockt hat. Wir haben die ganze Welt versteinert und wieder entsteinert, bis auf die Elfen, aber das werden wir irgendwann auch noch machen. Und jetzt wollen wir nach Schloss Atana, nein, wir sind sogar schon in Schloss Atana, um dort eine Audienz bei der aktuellen Herrscherin zu erbitten, damit wir bitte, bitte durch die Höhle des Lebens durchgehen können, um dort irgendwie durch das, um durch die Höhle in das Heilige Land zu gelangen. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Wir haben jetzt erstmal eine Audienz bei der Königin und die hat im letzten Part schon versprochen, dass sie sich vorbereiten wird auf eine Schlacht. Also gucken wir doch mal, speichern wir unser Spiel nochmal ab. Und ja, das, was ich ein bisschen komisch hier finde, ist, dass wir eigentlich schon gespoilert werden, dass jetzt gleich nochmal eine Cutscene kommt. Aber die wollen wir uns natürlich angucken. Wir sind bereit. Ja, sehr gut. Ich werde euch mit zu Lady Miranda nehmen. Bitte folgt mir. Verehrte Herrscherin, ich präsentiere euch Lady Serikesu von Tempel Orlean und ihre Gruppe. Ja, natürlich. Serikesu, ach, es ist bestimmt schon Jahre her. Wie hat euch der Tempel von Orlean behandelt, meine Liebste? Nun, nicht so gut, wie Schloss Atana euch zu behandeln scheint, euch behandelt, wie es scheint. Ihr habt es geschafft, in König Aragons Abwesenheit eine Menge aus euch rauszuholen. Ja, es ist wirklich schrecklich, was seiner Gnaden passiert ist. Ich kann nur zu der Göttin beten, dass sie sich langsam erholen wird und mein Bestes und bis dahin mein Bestes geben. Ihr werdet meine Abruptheit verzeihen, hoffe ich, falls ich euch jetzt frage, warum ihr hier seid. Nun, der Grund ist dafür ist ziemlich einfach. Wir sind gekommen, weil wir durch die Höhle des Lebens möchten. Ah, das ich sehe. Nun, das ist keine einfache Anfrage, wie ich fürchte. Der Weg zum Heiligen Land und zu Dians Schlucht wurde seit König Aragons Krankheit versperrt und wird nun untersucht. Wir möchten einfach nur zurück zum Tempel Orlean kehren, meine Lady. Ja, das kann ich verstehen, aber unglücklicherweise muss ich eure Anfrage ablehnen. Aber leider muss ich eure Anfrage zurzeit ablehnen. Serikesu, ich bin wirklich äußerst überrascht, euch wiederzusehen, nachdem ihr damals, nachdem ihr damals in Ungnade gefallen seid, habe ich gedacht, dass ich euch niemals wiedersehen würde. Ich weiß nicht so wirklich, was Falling Out ist. In Ohnmacht gefallen seid? Keine Ahnung. Falling Out? Davon habe ich noch nie was gehört. Lady Miranda war einst eine Unterstützerin von dem Projekt, mit dem ich in Orlean arbeite. Wir hatten damals Schwierigkeiten, auf einen gemeinsamen Punkt zu kommen in einem gewissen Thema. Das Thema war der Ursprung der Artefakte der Macht. Da es gibt keinen Grund, schüchtern zu sein, Verehrteste. Und wie ich sehen kann, habt ihr mir ein Mädchen gebracht, das eines der Artefakte nutzen kann. Den Helden mit dir ans Ring. Es gibt nicht viele Wege, wie ihr darüber wissen könntet, Miranda. Aber welcher auch immer es bedeutet, dass ihr ein Feind seid. Ah, einfühlsam wie immer, Serikesu. Ihr werdet Tempel Orlean nicht wiedersehen, befürchte ich. Oh mein Gott, really? Oh. 7 Wachen? Oh. Na gut, das werden wir schon hinkriegen. Miranda, hör auf damit! Was auch immer in der Vergangenheit gewesen sein mag und mit wem ihr auch immer zusammenarbeitet, es gibt keinen Grund, hier irgendwelche Leben zu opfern. Denkt ihr wirklich, das hätte irgendetwas mit der Vergangenheit zu tun? Es gibt doch ein viel, viel größeres Spiel zu spielen, Serikesu. Und ich habe vor, dieses Spiel zu gewinnen. Ergebt euch jetzt und es wird alles einfach für euch. Ich denke mal, dass es unnötig ist zu sagen, dass ich das ablehne.
was auch immer eure grausamen Intentionen sein mögen, Miranda. Sie werden nicht einfach so weitergehen, solange wir leben. Oh Mann, ey, so langsam werde ich müde von Leuten, die sich gegen uns richten. Have it your way. Okay, sind wir jetzt bei Burger King oder was? Na dann, macht einfach, wie ihr wünscht. Ich habe ziemlich lange darauf gewartet. Wachen, greift sie an, aber lasst sie am Leben. Ich möchte, dass sie dem beiwohnen. Was auch immer das ist, von dem sie da spricht. Miranda, hör auf der, Miranda, du provozierst uns nur dazu, dass wir Soldaten von dir verletzen. Nur weil sie deinen Anweisungen folgen. Nehmt eure Waffen runter und ergebt euch einfach in Frieden, Zauberin. Und niemand wird verletzt werden. So, sorry finde ich gut. Adrian kann ruhig sorry sagen. Sorry, aber unsere Aufgabe hier ist zu wichtig jetzt, dass wir einfach so gestoppt werden. Los, lass es uns anpacken. Na gut, wir wissen ja, wie das läuft. Kampf und Siri darf dann direkt erstmal... Adrian darf auch mal ein Skill machen. Oh, Adrian hat etwas Neues gelernt, als er ein Level abbekommen hat. Nämlich Reflection 1. Okay, reflektiert Sprüche für 10 Runden. Das klingt echt gut, aber wir machen einfach mal einen Zyklon. Oder? Ja, machen wir einen Zyklon. Das andere ist ja nicht Multitarget. 2, 4, das sind nur 5 Gegner. Vielleicht kann das Kampfsystem auch nicht mehr als 5 Gegner... machen, ich weiß es nicht so genau. Habe natürlich. Aber ich in random Grammatik sprechen tun. Das kommt einfach von dem ganzen freien Übersetzen. Ich glaube, ich sollte mir einfach immer ein paar Minuten Zeit nehmen und das dann einfach. Oder einfach mal schon mal den Part vorspielen und dann übersetzen. Aber nee, das wäre ja doof. Dann kann ich ja nicht mehr blind spielen. Wobei, vielleicht mache ich das beim nächsten Mal einfach. Also, wenn ich nochmal was vom Englischen ins Deutsche übersetze, dass ich dann vielleicht schon ein bisschen vorspiele oder dass ich das Spiel vorher einfach schon mal gespielt habe. Oh, da gibt es etwas, was ich bisher noch nicht erwähnt habe. Dies sind keine gewöhnlichen Soldaten. Oh mein Gott, das ist Schattenmagie, die da aus ihnen emporsteigt. Sie sind jetzt viel mächtiger. Wir müssen vorsichtig sein. Schattenmagie, also so. Das klingt irgendwie ein bisschen so wie bei Yu-Gi-Oh! So, dann aktiviere ich jetzt das Siegel von Orichalkos und damit bekomme ich Superkräfte. Yay! Ja, dann greifen wir erstmal die Soldaten an, die. Oder ist es sinnvoll, die Soldaten anzugreifen, die noch nicht stark sind? Weil der andere hat ja schon so einen komischen Schimmer und das würde ich jetzt einfach mal. Wir können ja mal ein Skill machen. Heiliger Pfeil, das klingt doch immer gut. Das hätten wir schon viel früher mal machen können. 86. Haben wir nicht vorher mit einem normalen Angriff viel, viel mehr Schaden gemacht? Doran kann einfach mal heilen. Warum nicht? Wir haben ja doch schon alle ein paar Trefferpunkte verloren. Aber ich denke mal, wir kommen ja eigentlich ganz gut zurecht. Also ich glaube, weiter aufleveln müssen wir gar nicht. Und wie gesagt, neue Waffen und Rüstungen und so weiter, neue Gegenstände werden wir ja sowieso im Laufe des Abenteuers noch genug finden. Also ich glaube, wir werden hier nicht in den Kerker geworfen. Das wird ziemlich einfach. Dann dürfen wir jetzt gleich noch die Königin platt machen, nehme ich an. Die da momentan noch so feist und fett auf ihrem Thron sitzt. What? Wir haben gerade eben 0 Schaden gemacht? Ist das ein Witz? 0? Hä? 105, okay. Macht Adrian Schaden? 55. Wir müssen wahrscheinlich einen gewissen Wert haben. Ja, die Sache ist natürlich, ja, machen wir mal hier den, das sieht der Elfen, das hätten wir eigentlich direkt am Anfang des Kampfes schon machen sollen. Ich muss mir das mal merken, dass Doran nicht sinnlos ist, sondern einfach nur ein Bade ist und dementsprechend Unterstützungszauber kann. Doran gefällt mir von seiner Zauberauswahl her sogar sehr gut. Er kann uns buffen, er kann uns heilen und er ist selbst jetzt auch, er ist jetzt kein starker Kämpfer, aber er ist ganz vernünftig und nachdem er ja spätestens alle gebufft hat, der Kampf war jetzt eigentlich gar nicht so schwierig, ne? Es ist eigentlich alles, oh, Siri ist ein Level aufgestiegen. Meine Soldaten sind besiegt. Genauso wie ich es von der großen Serie so erwartet habe. Von der großartigen. Ich finde es gut, dass ihr zustimmt. Und nun ergebt euch. Oh, Siri. Selbst nach der ganzen Zeit, die wir zusammen verbracht haben, habt ihr immer noch keine Ahnung von mir. Ich habe immer einen zweiten Plan. Euer Abenteuer endet hier, Siri Keso. Baramon, ach, das hätte ich eigentlich wissen müssen.
Oh, was geht hier vor? Mein Kopf! Oh. Baramon, euer Plan hat ja wirklich perfekt funktioniert. Es tut mir leid, dass ich an euch gezweifelt habe. Ja. Yeah. Bringt sie nun in das Verlies. Sie werden nach einem Urteil gehängt. Sie werden nach einer Verhandlung gehängt. Verrat sollte nicht besonders schwierig nachzuweisen sein. Lasst mich zuerst den Ring von dem Finger des Mädchens schneiden. Niemand wird sie berühren, bis sie nicht ihre Verhandlung hatte. Ich möchte hier wirklich Acht geben um unsere Macht, Baramon. Wenn die Leute ihren Glauben an mich verlieren sollten, dann werden wir niemals möglich sein, eine Armee in den Blutwald zu schicken, damit sie dort abgeschlachtet und in Vampire verwandelt wird. What? Wozu soll das dienen? Zumindest ist das doch euer Plan, oder? Und damit er klappt, braucht ihr mich. Und wenn ihr mich auf diesem Thron, was? Und wenn ihr wollt, dass ich auf diesem Thron bleibe, dann können wir jetzt nicht anfangen, wie Tyrannen zu handeln. Nicht jetzt. Ja, nun gut. Dann hoffe ich aber, dass deine kleine Verhandlung äußerst schnell vonstatten geht. Und damit haben wir schon Kapitel 2 geschafft. Und beginnen nun mit Kapitel 3. Klassisches Drama hat ja 3 oder 5 Kapitel, also nehme ich an, dass auch dieses Spiel hier 5 Kapitel haben wird. Oh, ich fühle mich, als wäre ich gerade erst von den Toten aufgewacht. Irgendwie erinnert mich das gerade an Chrono Trigger. Was ist passiert? Wo bin ich? Hey, du bist endlich aufgewacht. Ich habe mich schon gefragt, ob du jemals deine Augen wieder öffnen würdest. Ich fühle mich, als hätte ich tagelang geschlafen. Wo sind wir? Sind wir in einem Gefängnis? Ja, wir sind irgendwo unter Schloss Aterna. Wir warten aktuell wohl darauf, dass wir verurteilt werden und dann nach der Verhandlung hingerichtet. Naja, abgesehen von dir nehme ich an, du musst irgendetwas Besonderes haben, an dem sie interessiert sind. Das ist ja äußerst nett. Wo ist Doran? Und wo ist Siri? Doran ist in der Nähe in einer anderen Zelle. Aber nur die Abyss weiß, wo Siri sein könnte. Ah, was sollen wir jetzt machen? Nun, also ich habe darauf gewartet, dass du aufwachst und damit ich dir dann dieselbe Frage stellen könnte. Es scheint hier keinen Ausgang zu geben, wie ich das sehe. Nur Stein und Eisen. Aber wir können doch nicht einfach so aufgeben. Es muss einen Weg geben, wie wir herauskommen können. Ja, ich werde mir schon irgendwas einfallen lassen. Oder falls dir irgendwas einfällt, dann lass es mich einfach wissen. Ich werde mich erstmal kurz hinlegen. Ach, ich denke, ich kann ihn nicht dafür verantwortlich machen, dass er ein wenig frustriert ist. Ich frage mich, ob Doran mich von diesem Tor aus hören kann. Level up. Mit Siri, die gerade gar nicht dabei ist. Sie bekommt mal mehr MP. Ich glaube, das ist schon ganz sinnvoll. Das sieht irgendwie auffällig aus. Aber stattdessen sagt sie, ich frage mich, ob Doran mich hören könnte, falls er in der nächsten Zelle ist. Okay. Plot-Device, wir müssen mit Doran sprechen, bevor wir da hinten wahrscheinlich irgendwie ein Event auslösen können. Aber na gut. Dann sprechen wir mit Doran. Du benötigst den Schlüssel von Schloss Aterna, um diese Tür zu öffnen. Adrian, versucht ihr immer noch die Tür zu öffnen? Ich bewundere eure Standhaftigkeit, aber ich bin ziemlich müde, aber ich bin mittlerweile den Klang der Tür zu hören müde. Doran, ich bin's. Ah, Lita, schön euch zu sehen. Oder zu hören, dass ihr endlich aufgewacht seid. Ich habe leider noch keinen Plan, wie man hier fliehen kann. Dieser Ort scheint ein wenig schwierig zu sein. Aber zum Glück gibt es hier keine Wachen. Zumindest nicht soweit ich sehen kann. Das bedeutet, wir können uns frei unterhalten. Aber nun ja, wie gesagt, es gibt keinen Plan, den ich mit euch besprechen könnte. Also so wie ich das sehe, gibt es hier keine Möglichkeit zu fliehen. Aber es muss doch irgendwas geben, das wir tun können.
Das Einzige, woran ich denken könnte, wäre vielleicht durch irgendeine dieser Spalten in der Mauer durchzuschlittern. Aber sie scheinen alle zu irgendwelchen toten Enden zu führen. Naja, was auch immer da hinten sein mag. Naja, wir sind wahrscheinlich eingemauert. Egal, ob wir rausklettern oder nicht. Ja, na gut, okay. Ich werde zumindest mal rausschauen, was sich da machen lässt. Vielleicht können wir draußen ein Rätsel lösen. Ja. Alles klar, eine kleine Spalte. Das ist ganz eindeutig. Ha, ein versteckter Ausgang. Wie überzeugend. Oder was für ein Zufall, oder keine Ahnung, es ist dunkel und es schneit. Hey, es ist einer von diesen komischen magischen Plot-Device-Kreisen. Ich nehme nicht an, dass man gedacht hat, dass ich mich in irgend so ein komisches fliegendes Ding verwandeln könnte. Oh Mann, ey, wirklich? Oh. Wir sind gerade nicht mehr Nita Licotta, sondern Jailita. Das ist ja interessant. Artifact of Power plus 2, okay. Schade, das kann man nicht abnehmen. Ah, das ist natürlich doof. Interessant, wir wurden ausgetauscht. Ich muss zuerst Adrian holen. Und wenn ich mich dann in so einen fliegenden Geisterball-Dings-Bums verwandeln kann, dann hoffe ich, dass er irgendwie mitkommen kann. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie das genau funktionieren soll, um ehrlich zu sein. Aber na gut, ich muss erst Adrian holen. Dann holen wir erst Adrian. Stimmt, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Adrian, ich habe einen Weg herausgefunden. Es gibt einen Flugring da draußen. Ja, da kann ich uns nämlich von hier wegfliegen. Einen was bitte gibt es da draußen? Du weißt schon, einen dieser Ringe, auf den ich mich stehen kann, damit dir ins Ring mich in so einen fliegenden Geisterball verwandelt. Oh, ja, ernsthaft? Na gut, okay, dann lass es ja bis hier rausgehen, Dieter. Hör auf, mich so anzuschreien. Ja, es tut mir doch leid. Los, komm schon, lass uns gehen. Okay. Dann verwandeln wir uns jetzt in einen Spirit Ball. Ja. Cool. Was gibt's denn hier alles so Schönes? Weitläufige Landschaften. Schwebende Inseln. Wolken unter... Moment, wir sind über den Wolken? Was zum Teufel sind wir hier gerade? Also ich meine über Schloss Atana, das ist klar, aber... Okay. Interessant, hier unten scheinen wir erstmal noch gar nicht hinzukommen. Ich sehe nämlich keinen Punkt, wo wir landen könnten. Aber da oben gab es gerade eben einen... Dann stelle ich mich da erstmal hin. Kein Kommentar von Adrian, der scheint das alles schon gewohnt zu sein. Und jetzt haben wir Jail Adrian und Jail Adrian ist 2 Level höher als der normale Adrian. Das ist witzig. Der Entwickler ist einfach davon ausgegangen, dass die alle schon dasselbe Level haben werden, oder was? Wir können jetzt zwar schwimmen und so, aber wo soll uns das hinbringen? Okay, also ich meine, kann man hier irgendwas machen? Habe ich jetzt hier irgendwas übersehen oder nur da hinten kann man einfach nur wieder an Land gehen? Man kann einfach nur schwimmen um des Schwimmens willen. Na gut, okay. Gehen wir mal hier rein, gucken mal, was wir hier finden. Schlafende Wachen, wie in jedem RPG-Maker-Spiel. Die Wachen schlafen? Ich dachte, ich habe eigentlich eher einen Kampf erwartet. Ich hätte das ebenfalls nicht erwartet. König Aragans Armee war doch eigentlich berühmt für ihre Disziplin. Aber Miranda ist ziemlich berüchtigt dafür, ein unfähiger Herrscher zu sein. Möglicherweise ist es deswegen erlaubt? Ja, okay, aber selbst wenn, also Miranda scheint so, als wäre sie ziemlich strikt, was so etwas angeht, nicht faul. Vielleicht geht hier mehr vor sich, als wir uns vorstellen können. Es wäre natürlich auch cool, wenn die ganzen Wachen einfach irgendwie verzaubert worden wären. Können wir irgendetwas finden, diesen schönen Mac in Blue, Schrägstrich, Ref Map Sets? Nein. Ja, okay, wir sollten sie lieber allein lassen. Okay. Ha, ich habe was gehört. Oh nein, ein Vampir! Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist... Ernsthaft?
Es erinnert mich irgendwie ein bisschen so, als wäre es ursprünglich mal Abraxas gewesen, in diesem komischen Facemaker-Ding, als hätte jemand versucht, damit Abraxas nachzubauen. Aber als wäre Abraxas auf eine Hamburger-Diät gegangen. Warum ist er so komisch fett? Zieh am. Okay, gut, dann muss ich den jetzt wahrscheinlich auch irgendwie ganz komisch sprechen. Ist Shiri Keju bereit für hingerichtet zu werden? Ja, sie ist es, mein Lord. Sie wird momentan in eurer Kammer unten im. Unten ganz tief im Dunkeln festgehalten. Wir haben nur auf eure Ankunft gewartet. Ah, ausgezeichnet. Dann lasst mich herausfinden, was wir da so schön machen können. Mehr Vampire, hä? Huh? Entweder das oder jemand, der einfach nur wirklich mal wieder an die Sonne muss. Aber warum ist ein Vampir unten und warum spricht er mit der Wache? Nun, also wenn Miranda ein Freund von Baraman ist, dann ist es nicht wirklich überraschend, dass sie mit den Vampiren zusammenarbeitet. Ich zweifle, dass die ganzen Wachen irgendwas mit den Vampiren zu tun haben könnten. Lass uns den beiden lieber folgen. Vielleicht werden sie uns zu etwas bringen. Vielleicht werden sie uns zu Siri bringen. Ja, jetzt wirklich einfach nur Siri genannt. Ohne Siri Kesu. Wow, das war das erste Mal. Adrian, du bist mir sympathisch. Hab ich jetzt gerade. Hä? Aber ich hab doch gerade gar nicht. Ist hier ein Event? Hab ich hier gerade ein Event ausgelöst oder bin ich versehentlich auf. Ich muss versehentlich auf die Taste gekommen sein. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber. Interessant. Ah, da hinten leuchtet etwas. Der Dungeon Key. Sehr schön. Ja, Tempel Orlean ist ein Ort des Lernens und des Betens. Er wurde von den Elfen gebaut und ist einer der wenigen elfischen Gebäude, die bis heute überlebt haben. Ja, er wird verwaltet von Lord Armini Eriskata und seinen Akolyten. Während es möglich ist, dort Lehre in einer Vielzahl von Fächern zu nehmen, hat sich Orlean auf die Elfengeschichte spezialisiert und die Studien der Magie. Der Tempel beherbergt ebenso die Seelensteine, welche bekannt sind als Geschenk der Elfen, auch wenn ihr Zweck unbekannt ist. Diese Schätze werden von den Akolyten des Tempels bewacht. Yay, wir haben es bei Tempel Orlean erfahren und wir haben unser Equipment gefunden. Sehr schön. Hey, das ist doch etwas, was ich mag. Sehr schön. Dann lass uns jetzt in ein paar Vampir-Ärsche treten. Okay, haben wir. Ja, jetzt haben wir die beiden wieder. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Jetzt haben wir die beiden wieder. Okay, cool. Ich glaube, viel mehr können wir ja erstmal nicht machen. Na gut, okay, dann würde ich einfach vorschlagen, war es das für heute tatsächlich erst einmal. Wir haben ja einiges zu tun und im nächsten Part werden wir dann Doran befreien. Hoffe ich doch zumindest, dass wir das können. Und diesem komischen, fetten Abraxas-Verschnitt in seinen dicken, fetten, mit Hamburger gefütterten Hintern treten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich würde mich natürlich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal hier bei Let's Play Arafel.